Das ist nicht richtig. Das passt überhaupt nicht auf die Beschreibungen, die ich erhalten habe. Was war das? Wer ist da? Rainer? Bist du das? Hä? Wer ist da? Sieh dich um. Interessant, oder? Es heißt, die Kraniche können einen Wunsch gewähren. Lass mich, wenn du mir jetzt sagst, wenn man 1000 faltet, waren es 1000? In Origami King waren es zumindest 1000. Was wünschst du dir? Ich konnte noch nie an Wünsche glauben. Bist du es, der Sammler? Sammler, Krähe. Einer der vielen Namen, der mir über die Jahre gegeben wurde. Ah, aber wir haben keine Zeit für solch langweiligen und trivialen Dinge wie Vorstellungen. Willst du nicht wissen, wer ich bin? Oh, ich weiß, wer du bist, Detektiv Ito. Oder sollte ich sagen, Ermittler. Schwer auseinanderzuhalten. Ich nehme an, es ist irrelevant, wie du dich jetzt nennst, da du genau dort angekommen bist, wo du sein musst. Hm, etwas ist anders. Ja, ja, was ist es, frage ich mich. Ah, das ist es. Du bist wie ich, gewissermaßen. Sie sehen die Dinge anders als um sie herum. Die Welt ist nicht so fest und unveränderlich wie für sie. Die Dinge biegen sich, sie zu brechen. Oder irre ich mich da? Nein, seit Kamakura ist nichts mehr so wie vorher. Ja, ja, natürlich. Das Mädchen, das du ermordet hast. Rainer, war das deine Schuld? Schwer zu sagen. Ich glaube, wenn ich jetzt Ito wäre, würde ich mir die Schuld geben. Definitiv. Aber wir bleiben bei der Wahrheit. Etwas hat mich dazu gebracht. Dann bist du eine Marionette. Sie tanzen am Ende ihrer Saiten zu einer Melodie, die sie nicht hören können. Nein, das habe ich nicht gesagt. Ich bin niemandes Marionette. Sind Sie so sicher, Detective? Haben Sie wirklich das Gefühl, dass alles, was Sie getan haben, unter Ihrer Kontrolle ist? Wenn Sie sich dem Unmöglichen stellen, sind Sie so sicher, dass jede Ihrer Entscheidungen Ihre eigene ist. Ich weiß nicht. Manchmal habe ich das Gefühl, Sie sind wie für mich gemacht. Was einfacher ist, frage ich mich. Das Wissen, dass die Ursache all deines Leidens und deiner Freude deine eigene Tat oder die von jemand anderem ist. Ich habe keine Zeit für sowas. Natürlich, natürlich. Unser Gespräch hat sich dem Philosophischen zugewandt, aber Sie sind nicht wegen der Philosophie hier. Du willst etwas Greifbares. Ich brauche Informationen, Fakten. Nein, es ist mein Geschäft zu wissen, was die Leute wollen, und das ist nicht das, was sie suchen. Was willst du denn? Wirklich? Tanaka, will ich wissen, was wirklich mit ihm passiert ist? Nein, es ist nicht nur das. Ich will auch wissen, was mit mir passiert. Nichts macht mehr Sinn. Ich habe es satt, nach Hinweisen zu suchen, die in Sackgassen führen. Vielleicht kann ich ihnen helfen. Aber zuerst, bitte verwöhnen Sie mich. Ich habe ein paar Fragen. Ich bin neugierig, so neugierig. Sie sind doch so ein einzigartiger Besucher. Ja, nichts wie die anderen. Fein, was willst du wissen? Ich finde es interessant, dass jemand wie Sie im Job trinken würde. Oh, du meinst in der Hostessen-Bar vor 2 Wochen? Ja, was ist damit? Es schien mir ein Fehler zu sein. Warum hast du es gemacht? Ja, für Informationen eigentlich. Und weil ich auf die Polizei warten wollte. Es war für den Fall. Ich dachte nicht, dass ich sonst Informationen bekomme. Nicht, dass das etwas daran geändert hätte. In der Nacht, als dein Partner verschwand, gingst du auf die Knie und bettelst um Hilfe mit Tränen in den Augen. Nicht sehr typisches Verhalten für einen Detective, oder? Hey, will der mir jetzt alle meine Fehler aufzählen? Es tut mir leid. Es funktionierte. Es spielt keine Rolle, wie es aussah. Es hat Ergebnisse gebracht, oder? Was ist das denn? Eine Art Psychotest? Ich bin wegen der Antworten hier. Schluss mit den Spielen. Es ist kein Spiel, Detective. Ich kann dir geben, was du suchst. Das ist mein Preis. Das war's. Wenn du Informationen gegen mich haben wolltest, hast du schon genug. Erpressung? Wie langweilig. Simplistisch. Nein, nein, nein. Das interessiert mich nicht. Was willst du dann? Alles, was ich sammle, bringt mich einem Verständnis näher, so wie Sie. Nur das Puzzle, das ich zusammenfüge, ist wesentlich größer und das von Ihnen bereitgestellte Puzzleteil ist die Mühe wert. Und wenn der Hund nicht leise ist, raste ich aus. Sollen wir fortfahren? Habe ich eine Wahl? Du hast es schon geschafft. Zeigen Sie so wenig Geduld.
Zeigen Sie so wenig Geduld, Detective. Überraschend, wenn man bedenkt, wie viel Mühe Sie sich auf sich genommen haben, um hierher zu kommen. Das Mädchen, Rainer, sie ist diejenige, die du verfolgt hast, ja? Reden wir über sie. Warum hast du sie nicht nochmal in der Kanalisation erschossen? Sie hielt deinen lieben Tanaka an der Spitze. Warum hast du nicht abgedrückt? Sie hat es nicht verdient. Rainer war offensichtlich krank, aus ihrem Verstand. Was sollten sie denn beweisen? Interessant. Höchst interessant. Auch wenn sie weg ist, die schlaflosen Nächte gehen weiter, nicht wahr? Du hast deine Tabletten dreimal genommen. Ich folge den Anweisungen des Arztes wie eine gute kleine Marionette. Lässt es dich nicht die Sinnlosigkeit von allem in Frage stellen? Sehr interessant, vielleicht hast du mir genug gesagt. Ja, ja, das ist sehr nützlich. Ich akzeptiere diesen Handel. Als Gegenleistung wollten sie... Was war es? Ah ja, das stimmt. Einen Weg nach vorn. Ich nehme an, sie sind jetzt an der Reihe, die Fragen zu stellen. Ich glaube, die Frage, was ist denn... Fangen wir mit der Maske an. Die ist wichtiger. Ich weiß nicht warum, aber ich habe den Verdacht, dass sie wissen, was das ist. Was ist das denn? Rainer war davon besessen, es muss wichtig sein, aber ich weiß es nicht. Ah, ich verstehe. Ein höchst interessantes Relikt. Es bringt Menschen dazu, die faszinierendsten Dinge zu tun. Warum wollte Rainer es so sehr? Es ist ein Werkzeug, anstatt in Angst vor ihm zu leben, warum es nicht benutzen? Vielleicht ist es der Schlüssel, der dir helfen wird, deinen kostbaren Tanaka zu finden. Obwohl es so mächtig wie es ist, kann man nicht erwarten, es zu benutzen, wenn man nichts davon weiß. Du hast es selbst gesagt, alles begann in Kamakura. Die Kavanas haben eine lange Geschichte mit dieser Maske. Die Kavanas, Mai, das Mädchen vom Schrein, ihre Großmutter war diejenige, die sie mir geschenkt hat. Genau das Gleiche. Ich kriege Gänsehaut, vielleicht hätte ich es loswerden sollen. Tu das nicht, ohne sie finden sie sich nie zurecht. Wo ist Tanaka, ist er am Leben? Im Dunkeln, ob er lebt, das ist natürlich schwieriger. Das ist nicht das erste Mal, dass ich das höre. Was ist das denn? Wo finde ich sie? Eine bessere Frage ist, wo man sie nicht finden kann. Kannst du es nicht um dich herum fühlen? Ich folge dir auf Schritt und Tritt. Sie schenkt denjenigen in ihren Mauern große Aufmerksamkeit. Sie wissen, von wem ich spreche. Der gemeinsame Faden, der das ganze Elend in deinem Herzen bindet. Rainer, und wenn sie dort ist, dann muss Tanaka auch dort sein. Der Faden des Mädchens ist kompliziert, ja, sehr verwickelt. Es beginnt in Kabukicho und einer Talentagentur namens Omega. Omega Rubin? Ich mochte Alpha Saphir mehr. Ja, fand ich auch. Kabukicho, ich kenne es gut. Genug. Wie ich mir vorstelle, würde es jeder Gesetzeshüter tun. Die Dunkelheit ist ein heiliger Ort. Sie lebt und atmet, verändert die Gestalt und geht dahin, wo es ihr gefällt. Und es ist das Mädchen, dessen Leiden seine Gestalt bestimmt. Ohne seine Wurzeln zu verstehen, wirst du nie deinen Weg finden, oder es könnte dich zerreißen. So wie es fast schon ist. Was bist du? Ein Kleidermacher, ein Katzenzüchter, ein Erpresser. Scheint, dass sich niemand in dieser Stadt auf etwas über dich einigen kann, außer ihrem Namen. Es ist unmöglich, dass jemand wissen könnte, was du tust. Das ist unmöglich, also was bist du? Sehen Sie sich um. Ist es dir nicht bekannt? Kannst du es nicht riechen? Der Gestank von Korruption. Ich bin schon so lange hier, länger als du dir vorstellen kannst. Die Sehnsüchte, die Liebe, den Hass der Menschheit zu spüren, der durch diesen Ort fließt. Für Sie, Detective, bin ich genau der, für den Sie mich brauchen. Sollen wir uns wieder der Sache zuwenden? Schließlich ging es nicht darum zu wissen, wie ich in deine Geschichte passe. Es war für einen Weg, um das zu klären... Wie haben sie es ausgedrückt? Ah, ja, um die Sackgasse zu räumen, stößt man auf sie. Lassen Sie uns ihr Problem noch einmal überdenken. Die Maske und die Dunkelheit sind unaufhaltsam miteinander verbunden. Einen ohne den anderen zu verfolgen ist sinnlos. Jetzt bist du ein Feind der Finsternis. Sie wird dich zurückweisen, ohne es zu verstehen, und du wirst ohne das notwendige Werkzeug verloren sein. Wie erfahre ich, wenn ein Pfad geöffnet wurde? Fragte ein Puppenspieler. Mein Teil der Abmachung wurde eingehalten. Du scheinst schrecklich begierig zu sein, mir zu helfen. Wo ist der Haken? Irgendetwas sagt mir, dass ich es bereuen werde, mit dir zu reden. Paranoia, ein unnötiges Gefühl. Wie gesagt, die Leute faszinieren mich, vor allem solche, die so einzigartig sind wie sie. Sie sind ein Detective. Ich habe dir nur die Werkzeuge gegeben, die du brauchst, um den Job zu beenden. Von dort, nun das,
Das ist der interessante Teil. Ich freue mich auf Ihre Fortschritte. Betrachte deine Schuld bei mir alles teilweise beglichen. Den Rest hole ich zu einem anderen Zeitpunkt ab. Sag mir, meine kleine Marionette, wenn du deine Seiten siehst, geht dein Tanz nicht weiter? Bis wir uns wiedersehen. Das war sehr mysteriös. Gut, dann sind wir hier fertig, würde ich sagen. Die Luft im Keller des Sammlers hatte gestanden und war schwer. Wenn ich länger geblieben wäre, wäre ich wahrscheinlich erstickt. Während meiner Zeit dort verschwand Akihabara in eine ferne Erinnerung. Ich kehrte an die Oberfläche zurück, streckte meine Hand nach oben, um meine Augen vor dem Sonnenlicht zu schützen, und hörte den Menschen auf der Straße zu. Ihre Gespräche erschienen mir so sinnlos, Teile einer Welt, zu der ich nicht mehr gehörte. Die geschäftigen Straßengeräusche fegten mir die Spinnenweben aus dem Kopf und zwangen mich an alles zu erinnern, was ich dem Sammler erzählt hatte, und an alles, was er unmöglich wissen konnte. Ich habe ihm so viel erzählt, als hätte ich eine Wahl. Vielleicht hatte er recht und ich war doch eine Marionette. In diesem Moment war es egal. Dunkelheit und die Maske waren Teil einer Welt, zu der auch ich jetzt gehörte. Normale Ermittlungsmethoden würden mich nicht zu ihnen führen. Unzählige Wege verengten sich auf zwei Pfade. Und ich hatte keine andere Wahl, als mich in Richtung der Hinweise zu bewegen, die mir gegeben wurden. Als ich den Akihabara hinter mir ließ, hat mich eines beschäftigt. Woher wusste der Sammler so viel über mich? War ich wirklich so einfach zu lesen? Ich hatte keine Wahl, um darüber nachzudenken. Kazuki und Rainer waren in der Dunkelheit, das war so gut wie bestätigt, und ich hatte nun die Mittel, so unmöglich sie mir auch erschienen, um sie zu finden. Zwei Wege, die Maske und die Dunkelheit, beides war notwendig und ich musste eine Entscheidung treffen, welchen Weg ich zuerst folgen sollte. Zu einer Talentagentur im Rotlichtviertel von Tokio oder zurück nach Kamakura, um Mai zu besuchen, das Mädchen, das ich fast umgebracht hätte. Beides fand ich nicht sehr ansprechend, meine logische Seite verstand auch nicht, wie beides helfen würde, aber da alles um mich herum zerbrach und zerbröckelte, war Logik nicht mehr wichtig. Ich musste mich entscheiden, oder vielleicht würde etwas für mich entscheiden. Okay, ich trinke kurz einen Schluck. Also, überlegen wir mal. Also, ich würde es wichtiger finden, erstmal was über die Maske rauszufinden. Finden wir erstmal heraus, warum sie so wichtig ist. Was ist die Maske? Und deswegen gehen wir zuerst nach Kamakura. Meine Meinung. Rainer. Können wir. Wenn wir Rainer finden sollten, keine Ahnung. Was bringt uns das, wenn wir nicht wissen, was die Maske selbst ist? Ich finde, die Maske ist wichtiger. Also gehen wir zurück hier hin. Ich bin hergekommen, um das mit der Maske herauszufinden, aber es gibt etwas, was ich zuerst tun muss. Vor 6 Monaten habe ich ein Mädchen ins Leichenschauhaus geschickt und beinahe ein anderes getötet. Seitdem hatte ich unzählige Male daran gedacht, hierher zu kommen, um mich bei Mai Kawana zu entschuldigen. Aber ich konnte mich selbst nicht mehr mit ihr sehen und mich meinen Versagen stellen. Ich denke an die Angst und den Schmerz in ihren Augen und fühle nichts als Scham. Für meinen eigenen Seelenfrieden muss ich ihr die Wahrheit über diesen Tag sagen und darüber, wie ich die Kontrolle verloren habe. Hoffentlich kann sie in sich selbst finden, mir genug zu verzeihen und mir bei meiner Untersuchung der Maske zu helfen. Warte, es ist Herbst, warum blühen die Kirschblüten? Seit dem Tag hat sich nichts verändert. Ja gut. Naja. Mal schauen, ob bis da alles, was da noch da ist. Oh, Sie sind es. Ich habe die Zeitungen gelesen und ich habe Ihr Bild gesehen. Und da sah ich das Bild in den Fernsehnachrichten und vielleicht in den 7-Chan-Foren, nachdem ich nach Ihnen gesucht habe. Es tut mir leid, ich war neugierig. Ich erinnerte mich daran, Sie getroffen zu haben und konnte es nicht glauben. Es ist, als hätte ich einen Prominenten getroffen oder so. Oh, natürlich ist es nicht gut oder so. Aber man weiß nie, wenn man in diesem Geschäft tritt. Jeder scheint immer so unscheinbar. Ich meine, das ist nicht zu sagen, dass es ihre Schuld war oder so. Okay, also die Anschlagbretter sind ziemlich schlecht. Da sind eine Menge übler Sachen drauf. Ich meine, wow. Ziemlich wildes Zeug. Sind Sie fertig? Oh, richtig, Entschuldigung. Ja, ja. Hallo, schon wieder. Kirschblüten. Was ist mit dem Wetter hier los? Es ist Herbst, warum blühen die Kirschblüten? Es ist wunderschön, nicht wahr? Es gibt eine Kirschbaumart, den Prunus subhirtella autumnalis, der manchmal 2-mal im Jahr blüht. Das steht zumindest online. Wer hätte gedacht, dass wir sie hier in Kamakura haben? Ich sage Kamakura, aber sie scheinen nur in diesem Teil der Stadt zu sein. Glück gehabt, was? Ein Kirschblütenbaum, der im Herbst blüht? Sowas habe ich noch nie gesehen. Sind Sie sicher, dass Sie das richtig verstanden haben? Das scheint unmöglich. Unmöglich? Zweifeln Sie an meiner Botanik-Expertise? Unmöglich wäre es, wenn sich die Jahreszeiten umkehren würden.
Ja, so fühlt es sich jedenfalls an. Hä, haben Sie was gesagt? Warum das mürrische Gesicht? Wie auch immer, ich hoffe, Sie nutzen das Wetter und machen ein Picknick oder sowas. Die Blüten sind so friedlich, beruhigen Sie sie nicht. Meist Großmutter. Ist Meist Großmutter immer noch in dem Haus in der Nähe hier? Hä? Wollen Sie sie sehen? Nun, sie ist immer noch da, nehme ich an. Ich sehe das kommen und gehen all der Leute hier. Ich sehe sie aber nicht viel gehen. Oh ja, das erinnert mich an etwas. Ich habe ein Rätsel vorbereitet. Nein, Sie sind nicht Professor Layton. Hören Sie auf. Okay, als Sie das letzte Mal im April hier waren, hat sie, ich weiß nicht, Ihnen etwas gegeben? Ich beschuldige Sie natürlich nicht. Ich habe gehört, dass es ein wichtiges Artefakt gibt, das im letzten Frühjahr verschwunden ist. Kavanagh ist alt und verliert ihre Kräfte ein wenig. Vielleicht hat sie es Ihnen versehentlich gegeben. Können Sie sich so an etwas erinnern? Tut mir leid, nein. Oh, ich verstehe. Ich bin mir sicher, dass es auftauchen wird. Wo ist Mai? Ich suche Mai Kavanagh. Haben Sie sie gesehen? Oh, Sie suchen wieder nach Mai. Ja, ach, die süße Mai. Sind Sie sicher, dass das so eine gute Idee ist? Sie war ziemlich aufgebracht wegen dem, ja, wie soll ich sagen, Geschehen, als Sie das letzte Mal hier waren. Ich meine, ich habe seitdem kaum gesehen, dass sie Kamakura verlassen hat. Vielleicht ist es das Beste, wenn Sie sie in Ruhe lassen. Es ist wichtig, dass ich mit ihr rede. Oh Gott, ich meine, ich nehme an, sie ist wie immer beim Schreien in der die Straße runter. Mai ist sehr wichtig für diese Stadt. Bitte regen Sie sich nicht zu sehr auf. Bitte regen Sie sie nicht zu sehr auf, okay? Wir alle wollen, dass alles wieder normal wird. Na, normal wird schwer. Es ist ein bisschen früh, um an das Gehen zu denken. Ich muss zuerst mit Mai sprechen. Achso, das heißt wirklich ganz gehen? Ja, nee, dann gehen wir erstmal verlassen. Ich dachte, das heißt, wir gehen von ihm irgendwie weg. Keine Ahnung, verabschieden uns. Ja gut, hier sind immer noch die roten Flecken. Geh weg, keine Besucher! Okay. Ja, dann gehen wir einfach zu Mai. Das hilft, glaube ich, mehr. Ja, einfach sofort zum Schrein gehen. Oh je, Moment der Wahrheit. Die Kirschblüten fielen mir sanft zu Füßen, als ich mich dem Kavanagh-Familienschrein näherte. Vor mir stand Mai Kavanagh, immer noch im Schreinoutfit. Sie hatte mich sich nähern sehen und stand da gefroren und verängstigt. Der gleiche hilflose Blick auf ihrem Gesicht, als hätte sie ein Messer an der Kehle gehabt, Monate zuvor. Dieses Mal war ich es, vor der sie Angst hatte. Wir waren die einzigen beiden Menschen am Schrein, doch ich konnte das Gefühl nicht loswerden, verfolgt zu werden. Eine vertraute Präsenz, die aus dem Schatten schaut. Oh shit. Nein, nein! Ich drück nix ab. Nö, nö. Dann geht das Zeitlimit halt weg. Ich mach nix. Nein, ich werde es nicht tun. Warum jetzt? Warum sie? Ich muss nicht tun, was du sagst. Ich bin keine Marionette. Ich kann mich entscheiden. Sie, der Detective, warum stehen Sie nur da? Ist es vorbei? Mir geht's gut. Tut mir leid, dass ich dich erschreckt habe. Ich bin hier, um mit dir zu reden. Siehst du, ich war noch nie gut im Entschuldigen. Es tut mir leid für alles, was ich dir angetan habe. Seit dem Tag wollte ich mit dir reden. Ich hätte früher kommen sollen. Sie sind hier, um sich zu entschuldigen? Jetzt? Ich habe seit 6 Monaten nichts von niemandem gehört. Die Polizei sprach nur einmal mit mir und dann fingen alle an, mir aus dem Weg zu gehen und so zu tun, als wäre es nie passiert. Ich schätze, das macht mich zum letzten Menschen, den du jetzt sehen willst. Nach diesem Tag kam sicher eine Polizei vorbei und sagte dir, dass ich nur die Prozedur verfolgte, aber das ist Quatsch. Die Polizei in diesem Land erschießt keine Menschen. Ich war nicht ich selbst und habe die Kontrolle verloren, was dich in Gefahr brachte. Ich wehte. Das hört sich vage an zu sagen, dass ich die Kontrolle in so einem kritischen Moment verloren habe. Aber das ist die Wahrheit. Die Wahrheit? Es ist seltsam, oder? Die Kirschblüten, meine ich. Es ist albern, aber jedes Mal, wenn jemand kommt und sagt, wie schön sie sind, werde ich so wütend. Es ist, als würden sie meine Gefühle überhaupt nicht verstehen. Aber das ist egoistisch. Was? Es ist nicht so, dass ich will, dass alle mitleiden. Ich nehme an, der einzige andere, der das versteht, sind Sie, Detective. Ihr Name ist Ito, richtig? Es ist so still hier. Es ist schwer vorstellbar, dass so etwas an diesem Tag im April wirklich an einem so friedlichen Ort passiert ist. Aber das ist es. Ich weiß, dass Sie und Ihr Partner nur taten, was Sie konnten, um mich zu retten. Aber ich wünschte, ich hätte helfen können. Ich fühlte mich so hilflos. Wenigstens haben Sie mir die Wahrheit gesagt. Ich danke Ihnen. Ich habe Oma nach der Maske gefragt, hinter der das rothaarige Mädchen her war, und sie hat alles geleugnet. Aber es war eine Lüge. Ich fand eines ihrer alten Tagebücher im Schrein, und sie schrieb, dass die Maske wichtig sei und versteckt werden müsse.
Warum sollte sie mich anlügen? Ich habe es satt, dass jeder immer versucht, mich zu beschützen, indem er alles vertuscht. Großmutter war auch nicht immer dieselbe seit dem Tag. Sie schließt sich in das alte Haus ein und murmelt vor sich hinüber über Dunkelheit und Reinheit und hehehe und Reiner. Ich mache mir solche Sorgen um sie. Mein Bauchgefühl sagt mir, dass die Maske etwas damit zu tun hat. Es tut mir leid. Hör nur, wie ich abschweife. Ich wette, das ist ihnen alles egal. Die Wahrheit ist, ich denke, du hast recht, dass die Maske etwas mit all dem zu tun hat. Ich bin hergekommen, um dich danach zu fragen. Das finden sie auch? Dann lassen sie mich ihnen helfen. Ich weiß nichts, aber vielleicht weiß Takashi etwas. Oh, entschuldigen Sie, Takashi ist mein Bruder. Er wohnte hier in Kamakura mit mir und Oma, aber er ging bei der ersten Chance, die er bekam. Ich verstehe, Takashi. Jetzt ist er bei Naruto. Wir telefonieren ständig miteinander, aber er weigert sich, uns zu besuchen. Ich habe das Gefühl, er weiß etwas, was ich nicht weiß. Er erzählt mir nicht mal, wie meine Eltern gestorben sind. Wo wohnt dein Bruder jetzt? Er ist Lehrer in einem Kendo-Dojo in Asakusa in Tokio. Ich habe gehört, er ist ein großer Kerl in der Kendo-Welt. Es hört sich so an, als wäre er ein guter Anfang. Denkst du, er wird mit mir reden? Du kannst es versuchen. Er war nie gut darin, sich Fremden gegenüber zu öffnen. Es ist ein Versuch wert. Danke für deine Hilfe, Mai. Puh, dann haben wir zumindest einen Tod verhindert. Das hätte so schief gehen. Ich frage mich, was... Das finde ich aber mega cool, dass du auch die Entscheidung einfach hast, sie zu töten. Das ist mega cool für dich. Aber wir probieren, so wenig Unheil wie möglich anzurichten. So, Asakusa war's. Asakusa, die Heimat von Sensoji, einem der berühmtesten Tempel in Tokio. Es ist auch ein lebhaftes Unterhaltungsviertel. Es ist ein Teil der traditionellen Kultur, umgeben von den Hochhäusern der Stadt. Okay. Asakusa diesmal.